Willkommen zurück auf meinem Kanal, hier ist ja euer Berliner mit einer neuen Folge Echo. Ja, wir sind jetzt hier mittendrin, ich habe eine komplett neue Welt genommen, die andere war nicht mehr anwesend. Die wurde scheinbar gelöscht oder hat einer gelöscht. Die scheint recht neu hier zu sein. Und wir werden uns jetzt einmal umgucken, werden mal schauen, dass wir irgendwie Beeren erstmal sammeln. Nicht, dass wir wieder völlig verhungern und dann nichts mehr bauen können. Also wenn wir uns frühzeitig eindecken. Ich werde zumindest erstmal skillen. Weil wir brauchen auf jeden Fall Baumfäller, brauchen wir. Leider können wir das hier nicht größer ziehen, weil es ist ziemlich doof gemacht. Wenn wir auf Survival gehen und hier runter gehen, dann sehen wir nur die Liste. Aber hier drüben rechts geht es noch weiter, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben. Wir werden auf jeden Fall ihn machen. Wir werden auf jeden Fall den Jäger machen, würde ich sagen. Den Sammler. Und Lagerfeuer wäre gut erstmal. Erstmal, um überhaupt was zu überleben hier. Okay. Dann haben wir das. Wir werden jetzt erstmal rangehen und werden Viecher herjagen. Weil wir brauchen unbedingt Essen. Oder wir sammeln Beeren. So, und dann werden wir uns ranmachen und so langsam ein Häuschen bauen. Aber was wir definitiv erstmal brauchen, ist Nahrung. Weil wenn wir anfangen zu arbeiten, dann ist unsere Reserve ganz schnell weg, Leute. Boah, ich kann ja mal gucken. Kann ich da auch essen, oder? Mal gucken. Yep, das kann ich auch essen. Nee, eben nicht. Doch nicht. Oder doch, kann ich essen. Na gut, dann können wir davon jetzt ein bisschen was sammeln. Dann müssen wir die armen Tiere nicht abschlachten. Dann haben wir ein bisschen was in der Tasche. So sieht's aus, wir werden uns dann erstmal aufmachen und dann ein paar Sachen sammeln. Da sollst du ran. Gut, hier sollst du ran. Ich glaube, es sollte erstmal reichen, Leute. Wir werden uns jetzt mal einen schönen Platz zum oder für unser Häuschen suchen. Wir gucken mal auf die Karte, ob hier noch andere Leute sind. Da sind so einige. Da ist was Großes. Okay. Dann werden wir mal dahinter gehen, Leute. Andere Richtung. Wir ein bisschen mehr in die Gesellschaft reinlaufen. Ich will nicht unbedingt komplett in der Pampa sitzen. Oh, Lichtfehler. Ne, Sonne geht auf. Jo, so sieht's aus. Wir werden ein bisschen in Richtung da hinten laufen. Da sind auch Bäume ohne Ende. Jetzt will ich was probieren, Leute. Achso, ich habe noch keine Pfeile. Super. Na gut, wir werden erstmal dahin laufen. Wir werden erstmal hier gerade runterlaufen. Da sind Baumstämme, die könnten wir eigentlich mitnehmen. Aber es wäre nur Ballast im Moment. Hier war einer fleißig am Hacken. Ja, dazu haben wir hier ein paar FPS-Drops. Was mich so ein bisschen ärgert. Ich mag sowas gar nicht. Aber naja, ist halt eine Alpha. Hier soll was sein, sagen sie. Kann gar nicht sein. Ach doch, da ist ein Häuschen. Gucken wir uns mal das Häuschen an, würde ich sagen, oder? Okay, hier war einer echt fleißig. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen dann mehr in die Richtung, wo die alle sind. Das scheint eine riesige Siedlung zu sein. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Nicht ganz ehrlich. Oh, ich hänge fest. Das muss ich schon sagen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir sind scheinbar angekommen, Leute. Wir haben schon viele rumgebaut. So wie es aussieht. Und ich bin schon gespannt, was auf uns zukommt. Ich kletter mal hier hoch. Hier haben sie auch schon rumgehämmert. So wie es aussieht. Und da sind wir gleich da, Leute.
sehr geil hier oben. Nee, hier hat aber keiner gebaut, so wie es aussieht. Nee, hier hat keiner gebaut. Was ist das? Was doch, hier hat einer gebaut. Okay. Da können wir sogar zugreifen. Wir werden mal gucken, was er hat. Klauen ihm nicht. Wir werden mal reingucken. Nee, von draußen kann man nicht gucken. Oh, die haben auch schön fleißig gebaut. Einen Wagen haben sie auch schon. Ich frage mich, ob man die Wagen auch benutzen kann später. Nee, sind zu. Okay, sehr cool hier. Sehr hübsch. Die haben dich zu bezweifeln scheinbar niedergelassen. Und ich würde glatt sagen, wir werden uns auch hier niederlassen. Wir suchen uns eine schöne Stelle. Hier ist eine perfekte Stelle. Oh, da ist Nahrung. Das ist wichtig. Die werden wir auch gleich mitnehmen. Also ist hier perfekt, Leute. Zieht euch das mal rein, wie viel Essen hier ist. Perfekt. Deswegen haben sie gebaut wahrscheinlich. Weil es hier einfach eine optimale Stelle ist. So, die sind da oben, dann könnte ich hier hingehen. Irgendwo. Hier ungefähr. Aber hier sind auch so viele Sachen. Ich gehe hier hoch. Ich vermute mal, ich gehe hier hoch. Mal gucken, was wir für eine Aussicht da haben. Weil Essen ist hier ohne Ende, Leute. Oh ja, perfekt hier. Bier ist perfekt, Leute. So, das werden wir auch gleich machen. Wir werden sofort hier ransetzen. Und wir werden jetzt anfangen, Bäume zu fällen, Leute. Wir werden uns unser Häuschen bauen hier oben. Kann hier gefällt werden, der andere scheinbar nicht. Okay, der fällt jetzt. Sauber. So, wenn wir die Einzelteile hier. Ich jetzt hat das gemacht, was? Ja, jetzt hat das gemacht. Wahrscheinlich nicht richtig markiert gewesen. Ja. Ja, sauber. So, und wir werden jetzt hier erstmal uns ein schönes Häuschen bauen. Ich würde sagen, hier sind auch so viel Essen. Ja, machen wir hier an die Kante, würde ich sagen. Schönen Ausblick. Jawohl, so muss es sein. Zack. 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 Jawohl, und jetzt werden wir unser Häuschen schnell aufbauen. Bevor es wieder dunkel wird. Ich weiß noch nicht, wie ich hier rennen kann. Kleiner machen. So, das haben wir. Gut, wir sind jetzt voll. Und wir gehen jetzt hin und bauen unser Häuschen hier weiter. Stellt er das dann automatisch auf Stelz, wenn ich es hier hinhaue? Würde mich mal interessieren, Leute. Ah. Ist ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Bin ich letztes Mal schon drüber geärgert, dass es so ein bisschen doof gemacht ist. Aber es klappt, Leute, es klappt. Also die Bausimulation, also das Bauen, klappt schon sehr gut. Wenig Bugs hier. Aber es läuft, also. Also ich habe noch Holz. So, nutzen wir mal ein bisschen die Fläche hier aus. Jo, den wollen wir ja Holz holen. Den müssen wir mal klein machen. Ich kann ihn nicht mehr nehmen. Bin schon froh. Bin schon voll.
bauen hier ein richtiges Riesenhaus hin. Und dann gehen wir in die Höhe. Das wird dann unser Turm hier. Der Turm des Todes. So, hier werden wir auch noch lang gehen. Das werden wir mitnehmen. Müssen wir nicht kaputt machen, würde ich sagen. So, von nehmen wir uns den nächsten Baum vor. 2, 3, 4, 5. Aha. 7, 8 Schläge braucht man. Wir haben auch wieder einen Skillpunkt, Leute. Schwer hier noch jetzt. Ach Mann, das nervt mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, diese Bauerei hier so. Weil man kann ich ja nicht abbauen. Na gut, dann machen wir erstmal hier weiter. Kriegen wir den auch ganz raus hier? Nee, ne? Mal gucken. Und dann werden wir unser Häuschen weiter. Oh doch, die kriegen wir ganz weg. Das ist schön. Dann wächst da nämlich kein Baum mehr nach. Nicht, dass wir im Wohnzimmer plötzlich einen Baum haben. Muss ja nicht sein. So. Ich glaube, es reicht erstmal für das Häuschen. Die Größe. Schon wieder voll, sagt er. Das können wir später weggraben, das Ding hier. Hä, was macht... Achso, dann macht er sowas dann hin. Wieso macht er sowas dann hin? Weil es dann zu unstabil wird? Oder? Sieht so aus. So, dann haben wir den Dreh raus hier mit dem Bauen. Fenster machen wir hinterher rein, würde ich sagen. Und dann werden wir uns mal hier ein kleines Häusle bauen. Oh, das ist ja schon klein gehackt, alles. Sehr schön. Das kann ich nicht mehr nehmen, das sehe ich jetzt schon. So, wir können... Oh, wir brauchen Essen. Wir müssen essen. Wundert mich, dass er überhaupt noch was durchführt hier. Okay. Wir werden jetzt erstmal schnell was Schmackhof hatzen. Wir haben ja eigentlich mehr auf Tasche, als wir wollen. Wir hauen uns voll. So, wir sind voll. Wir haben auch mehr als genug Schmackofatz hier. So. Nächste Baumfällen. Baumfeld! Ja, schreibt mir mal rein in die Kommentare, Leute. Wer von euch spielt oder hat das Spiel auch? Hier können wir zusammen Server starten oder sowas. Ich finde es geil, dass die so knapp zacken kannst, alle. Hey, cool. Meine Hand. Oh, wir haben Grafikbug. Wieso habe ich hier? Ich habe einen Grafikbug. Nein, was ist denn jetzt los hier? Und wir hatten ja gerade unser Haus angefangen, hatten dann den Grafikbug, deswegen habe ich jetzt schnell neu gestartet. Und da sind wir wieder. Es ist schon wieder dunkel. Ich werde ja irre hier. So, und wir werden jetzt wieder Bäumchen fällen gehen oder noch einsammeln, damit unser Haus endlich mal fertig wird, Leute. Hört sich ja an. Oh, hi, Reh. Nee, Hirsch. Ich glaube, wir haben schon fast zu groß gebaut. Aber naja, geil. Hier kommt ja noch Nachwuchs. Na, den haben wir auch weg hier. Nee, gerne da gelassen. Vielleicht können wir später noch welche pflanzen. Ich glaube, wir haben nämlich Setzlinge. Und dann, wenn wir... Boah, ist das ein Riesenhaus, Leute. Eigentlich viel zu groß. Aber na egal. Jetzt haben wir es gebaut. Und dann müssen wir Bäume fällen dafür. Zack, da haben wir es. Finde ich cool. Gefällt mir richtig gut.
rein hier. Und zurück, wir sind schwer genug. Wir haben jetzt 9 Loks in der Tasche. Können ja nicht die schönen Pflanzen kaputt machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt von hier aus, von hier ungefähr. Also einsetzen wir hier noch. Dann machen wir hier hin. Zack. Zack. Ja, nochmal, reicht das eigentlich, wenn ich das so mache? Mal gucken. Mal testen. Ah, das, nee, das reicht nicht. Machen mehr Loks. Zumindest kommen wir so langsam zur Rande und unser Häuschen steht bald. Ich schneide es dann zusammen, bis es fertig ist. Okay. Das ist auch noch ein Lok. Egal, jetzt machen wir das erstmal so. Nimmt er nicht. Jetzt sind das, sehr schön. Also die Bauerei müsste man einen Ticken vereinfachen, finde ich. Ich finde es ein bisschen nervig, muss ich sagen. Oder ich bin noch zu unerfahren damit. Wir machen erstmal komplett zu und hinterher setzen wir die Türen. Die Türen und die Fenster, würde ich sagen, machen wir hinterher, wie gesagt. Auch die Fenster. Und dann schauen wir mal nach. Wir sind jetzt gleich am Ende hier angekommen. Und haben erstmal den Grundriss von unserem Haus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ich noch alles einsetzen soll. Oder was da mit bei sein sollte, sagen wir es mal so. Brauchen wir echt nur einen Block? Das ist ja Schiete. So, ich hoffe nicht, dass der jetzt hier runterfällt. Gut, er fällt nicht darunter. Sehr schön. Nein, er fällt doch darunter. Nee, keine Lust. Geht da jetzt nicht hin. Nehmen wir den. Hier ist es schon kommen, dass wir runtergehen müssen, um die Bäume weiter zu fällen, weil das Holz hier oben reicht vorne und hinten nicht. Hallo? Hallo? Wie teilt der das denn nicht? Ach, weil der Astra dran ist, aber. Rot? Achso, okay. Jetzt macht das? Ja, jetzt macht das. So eine Verarschung. Fünf Loks. Noch eine Scheibe raus? Oh, wo ist denn die Scheibe? Ah, jetzt haben wir es. So, wir gehen zu unserem Häuschen. Jawohl. So, in jedem Moment ist der Grundriss fertig. Und wir können die Tür einsetzen. Ich würde fast sagen, die Tür müsste mittig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, da ist die 16, 17, 18, 19, bei der 9, sagen wir einfach, hier ist die 9. Nicht jetzt, weil ich voll bin, sondern ein Scherz, oder? Setz mal alle Holzblöcke ab, die Fenster machen wir erst ein bisschen später ran. Oh, was ist denn hier jetzt passiert? Oh, was hab ich denn gemacht? Gut, dann haben wir das. So, einen Halsblock haben wir noch.
Zack. So, wir gehen mal jetzt gucken von Weitem. Das sieht doch gut aus. Fenster fehlen natürlich noch. Wir machen hier einen Doppeleingang, wenn es geht. Hin müsste eigentlich gehen. Haben wir einfach nur zwei Türen drin, dann passt das. Hier noch ein bisschen Essen sammeln, weil wir müssen ja Schmacko fatzen. Ah ne, ist ja falsche Taste. Einmal nur. So. Und wir sind da. Das sieht ja schon mal nach was aus hier. Wir können jetzt eigentlich hier so ein bisschen mehr machen. Aber ich würde sagen, es reicht erstmal für diese Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Leider sehr viel im Dunkeln. Und ich habe jetzt hier noch Setzlinge. Die werden wir jetzt einfach hier hinfeuern. In der Hinsicht müsste doch gehen, oder? Nee, geht nicht. Geht das so? Ach, Fiber ist das nur. Ah, also hier sind die Samen. Okay, 32 Samen haben wir. Ich kann die bloß nicht setzen. Muss ich jetzt echt die 7 und dann einfach nur so drücken? Can I plant on a build? Wollen wir doch gar nicht. Achso, ich muss die hier so. Ach, essen, ich will die doch nicht essen. Oh Mann, ich wollte eigentlich pflanzen. Was ist denn 4? Red Seed. Temperatur. 30 Kalorien. Ich will nicht essen. Ich wollte Bäume pflanzen. Geht das hier gar nicht? Na gut, Leute. Ist ja egal, das kriegen wir auch noch raus. Und jetzt gucken wir mal von hier oben. Da haben wir unser kleines Häuschen hier gebaut. Und dann werden wir die demnächst unterteilen. Sag mir mal, was für Räume ich bauen soll. Ich habe da ein paar coole Einfälle. Wieso hänge ich denn jetzt hier fest? Jetzt macht es. Und dann gucken wir mal. Und ich freue mich, dass ihr wieder nächstes Mal dabei seid. Und sage somit erstmal schön mit Ö. Haut mir einen Daumen rein, wenn ihr Bock habt. Vielleicht der ein oder andere sogar einen Abonnenten. Und ja, wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare rein, was ihr von dem Spiel haltet oder wer von euch das Spiel sich auch geholt hat. Wäre sehr cool, dann könnte man vielleicht auch einen eigenen Server starten. Und somit sagt der Berliner erstmal schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.